Okay, in den Keller. Wie sieht's denn da unten so aus? Was haben wir denn hier? Wir haben ein Rohr. Und wir haben sonst nichts. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Das können wir gleich überprüfen. Wenn wir in die ins Badezimmer gehen. Naja, ich sehe hier ganz grandios eine Dusche. Das sieht man ja. Jeder Mensch kennt Duschen, die aussehen wie ein Waschbecken. Das ist neu in Mode. Ein Er Schwamm. ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Aber das können wir ändern, dass er einen Schwamm in seiner Küche hat. Dann Wasserhahn. Ein Kaminofen. Ah ja. Okay. Naja, lassen wir mal offen. Wer weiß, können wir ja vielleicht noch brauchen. Zur Not. Was heißt zur Not? Umsonst kann man das Ding hier sicherlich nicht öffnen. Haben wir sonst noch was außer der Wünschelrute von unserem Dad? Nee, okay. Dann zurück in den Dorfkeller. So, wir haben einen Schwamm. Wir haben Handschellen. Wir haben ein Seziermesser. Wir haben einen Zahnbohrer. Wir haben einen Ballon mit Lachgas. Gehen wir mal vor das Stadttor. Da stand doch so ein komischer Reitstier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Tja, und vielleicht, so banal es klingt, müssen wir die Aufmerksamkeit des Stieres etwas auf uns richten, weil der sieht hier nur in die Ferne und hat keinen Bock von irgendwas. Wir haben hier ein schwarzes Blatt. Wir haben noch dieses Schild. Aha! Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Ja. Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay, das war schon mal ein Anfang. Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Stier. Toro. Hey. Mehr sage ich nicht. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Ja. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Wen reiten? Ja, jetzt geht's. Naja. Gleich nochmal. Hat ja wunderbar funktioniert. Aber wir haben sowieso noch keine Spritze oder irgendwas, um dem Kerl, sag ich schon, um dem Schwede Blut abzuzapfen. Die Motorhaube müssen wir auch irgendwie aufkriegen. Sind die auch vor? Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Das ist wohl wahr, Rufus. Na gut, wir müssen noch die Tür irgendwie aufkriegen. Dazu müssen wir die Windschutzscheibe. Wir haben verdammt nochmal einen Schwamm. Mit dem Schwamm können wir die Windschutzscheibe sauber machen. Wir müssen nur Wasser finden. Wir haben doch eine Spüle zu Hause. Da können wir doch bestimmt den Schwamm nass machen. Es wäre ja gelacht, wenn nicht. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Mach doch einfach den Schwamm nass. Fokus. Kann ich in den Topf stecken? Die Ja. Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ein nasser Schwamm. Und damit können wir wieder vor das Stadttor gehen und die Windschutzscheibe sauber machen. Das ist doch schon mal ein Anfang.
Muss das wirklich sein? Ja, Rufus, das muss. was zur Hölle? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Was zur Hölle? Schnutzipuh. Hey. Hanek. Du hast doch Schlüssel im Müll gefunden. Habe ich das richtig verstanden? Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Ja. Nochmal? Na, wenn's sein muss. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ballett. Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Ich höre gerne Musik, ich lese viel. Aber ich liebe das Ballett. Ich liebe das Ballett? Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Okay, Desert, Truckschlüssel. Und damit kommen wir schon mal in den Truck. Dann sperre doch mal auf. Da bin ich ja gespannt, was wir da drin finden. So. Nur diesen Hebel. Und damit kommen wir an die Motorhaube. Und so viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Vielleicht einfach aufstechen. Lieber nicht. Einbauen? Ich will an die Batterie sorten. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die... Au! Yeah! Ja, und das war wohl ein kleiner Fail, aber die Säure. Saubere Arbeit, Rufus. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Bist du dir sicher? Und haben noch kein Gefäß. Verdammt. Fülle sind ein Luftballon. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Es ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Okay. Gut. Wir brauchen Wenzels Wartenummer. Wassertank. Was können wir denn hier eigentlich machen? Hahn des Wassertanks. Rohr. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Ja, okay. Okay. Was ist, wenn wir denn... das hat ja jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Okay, dann Schornstein. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Okay. Ich habe schon eine Idee. Wir müssen irgendwie die Schutzklappe aufkriegen, um dann das Wasser in sein Haus zu lassen und uns ganz bitter zu rächen. Das sehe ich schon kommen. Dazu müssen wir aber irgendwie... Lachgas, Dartpfeil. Können wir mit dem Dartpfeil was anrichten? Das wäre natürlich jetzt cool, aber ich glaube nicht. Mein Versuch ist es wert. Dartpfeil? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Ah, das hat er. Nein, okay, wohl nicht. Handschellen? Nein? Ziehmesser? Nein? Ich bin gerade ratlos. Okay, wir haben ein Rezept. Schau das doch nochmal an. Okay, wir haben die heißen Bohnen. Wir haben das... Das ist das Einzige, was wir haben. Wir brauchen das Gefäß für das Wasser, dann können wir uns schon mal energiereiches Wasser holen. Die belebende Flüssigkeit haben wir auch schon parat. Da brauchen wir nur noch eine Spritze oder was Ähnliches, um das zu kriegen. Klares Wasser, das wird das Härteste jetzt noch werden.
Und den Rest des Pulvers. Moment mal. Ein Ballon mit Lachgas. Kann ich den da reinstecken? Ja. Das hat ja super geklappt. So war das nicht geplant. Okay. Also das war schon mal keine schlechte Idee. So kriegen wir wenigstens die Klappe auf. Aber dann müssen wir an den Luftballon noch irgendwas dran binden, dass es sich im Schornstein oder in dieser Schutzklappe verhakt. Dann können wir das Rohr drehen und hoffe dann, dass das an der Schutzklappe hängen bleibt und dann eben seine Küche, sein Badezimmer mit Plörre volllaufen lässt. Aber zuerst müssen wir nochmal zurück zur Notfallstation und uns wieder etwas Lachgas holen. So. Dann hätten wir den auch wieder. Sonst liegt hier aber nichts mehr rum. Nochmal den Hebel ziehen und nochmal bei den anderen schauen. Jetzt irgendwas muss der Feuerlöscher ja auch gut sein. Nein, hier am Boden liegt auch nichts, nicht? Nee. Der Dietrich nur. Hier haben wir aber auch nichts mehr. Nein. Dartpfeil kann ich... Nein, okay. Feuerwehrleiter. Hey, die kann man ja auch noch unten. Ah ja, okay, da kommen wir hier wieder raus. Gut. Das hat sich gerade verstört angehört. Was ist mit dem Feuerlöscher? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, zu schwer, um ihn mitzunehmen, ist der allemal. Das glaube ich dir bei deiner Figur. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay, Sonst hängt hier aber auch nichts mehr rum. Wir müssen irgendwie an den Dietrich kommen, damit wir den Schrank aufkriegen. Aber wie kommen wir an den Dietrich? Kann ich vielleicht irgendwie diese Stange hier blockieren? Die Feuerlöscher? Nein. Der ist so schwer, aber halb so. Ich bin ja... Ja. Nicht mit dem Feuerlöscher. Handschellen. Feuerwehrleiter? Nein, Rufus, nein. Du solltest nicht runter. Okay, dann nicht. Nochmal kurz hoch. Das ist die Stange, die sollte am besten offen bleiben. Wir müssen die irgendwie blockieren. Ah, hier hinten. Ah, warte mal. Da ist ein Loch in der Plattform. Ah, können wir das vielleicht hier so mit der Klappe hier so dranhängen? Ja, es geht. Es geht wirklich. So, Hebel nach oben und dann hoffe ich, dass das oben bleibt. Ja, und damit kommen wir an den Dietrich ran, um den Arzneischrank aufzumachen. Sehr schön. Und damit kommen wir hoffentlich an eine Spritze und Aufputschmittel. Na komm schon, hoch mit dir. Dietrich! Mein eigener Dietrich. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Wenn man damit noch umgehen könnte. Oh, das wäre ja fabelhaft. Wirklich fabelhaft. So, wieder vorne rein.